Es wird spannend bei deinem Papagei und schön, dass du wieder dabei bist. Heute mal etwas anders hier aus dem Büro, nicht irgendwo draußen oder in den Foyern oder vorm Futtertisch, denn es gibt etwas Spannendes zu berichten. Wie ihr vielleicht wisst, war ich von 2010 bis 2011 selbst in Australien unterwegs. Damals Work and Travel, Vögel schon immer geliebt, schon zu Hause die Foyern parat gehabt seit 2005, 2006 rum. Und mit einem Fernglas ausgestattet und nicht mit einer riesen Kamera, wie es heute ist, mit Mikrofon und so weiter, bin ich auf die Tour gegangen und verschiedene Papageien und Zierliche zu beobachten. Das hat so den Grundstein auch gesetzt, um zu realisieren, was die Vögel eigentlich hier auch benötigen, was wir oftmals vergessen in der Haltung. Ja? Wir sehen das, was wir von vorangegangenen Jahren, von älteren Züchtern, von Erfahrungswerten kennen. Aber meist vergessen wir das Leben der Papageien in ihrem natürlichen Habitat, ihrem Lebensraum in Australien, woanders in Südamerika, Neuseeland, Asien. Australien lässt mich bis heute nicht wieder los, weil es ein Kontinent der Extreme ist. Ja, im Winter kann es schneien, im Sommer kann es über 50, 60 Grad werden. In den Wüstengebieten fliegen Schwärme an Wellensittichen herum. Und dieses Bindeglied, der Schlüssel von Haltung menschlicher Obhut zum Habitat, wo die Vögel wirklich herkommen, was sie fressen, wie sie leben, wie sie brüten und so weiter. Dieses Bindeglied, das hat mir in den letzten 15, 16 Jahren wirklich in meiner Haltung gefehlt. Es gibt die verschiedensten Bücher, die verschiedensten Naturdokumentationen, alles da, aber das Detail, dem Vogel wirklich zu filmen, wie er sich bewegt, wie er fliegt, ja, das wissen wir auch nicht wirklich, weil sie sind bei uns begrenzt in einem Lebensraum. Wie er sich bewegt, wie er brütet, welche Nahrung er wirklich in welchen Mengen, in welchen Nährstoffgehalten aufnimmt. Diese Informationen, die fehlen uns, die fehlen den meisten. Und das möchte ich bei deinem Papagei einfach hinzufügen. Da kommt Tim Six ins Spiel. Tim Six ist ein bekannter Filmemacher, Naturfotograf, wie man es auch immer nennen mag, der bereits für die BBC und anderen Nachrichtensendern und anderen Mediencompanies Filme produziert. Tim Six zog von 1998 an nach Australien. Er ist ein Engländer, kommt aus Großbritannien und er hat seit dem 12. Lebensjahr sein Leben nur den Vögeln gewidmet. Ja. Er beobachtet seitdem hier europäische Vögel und seit 2002 explizit australische Vögel. Er hat in der Zeit auch, ich muss jetzt überlegen, über 600 Vögel katalogisiert, jetzt so rum. Über 600 Vögel. Da muss man sich mal vorstellen, wie viel Zeit dieser Mann im Dschungel, in der Wüste, in den Bergen, geschwitzt, gefroren, geplagt von Moskitos und anderen gefährlichen Pflanzen, Spinnen, Schlangen, in diesem Environment, das er da gesessen hat, um 600 Vögel zu filmen und aufzunehmen. Natürlich hat dieser Mann auch ein unendlich großes Wissen über das Schwarmverhalten, über die Nahrungsplätze, über die Brutzeit, ja, der Vögel, was wir hier nutzen können. Und ich bin ultra stolz, dass wir Tim jetzt hier dabei haben. Ich bin seit 2 Jahren circa mit ihm befreundet und wir haben regelmäßig circa alle 2, 3, 4 Wochen ein tolles Gespräch über verschiedensten Arten. Und du merkst einfach, wenn du mit solchen Leuten redest, wie das Herz aufblüht. Ja, da rast das Herz. Es ist grandios. Er meinte erst vor kurzem: Mensch, Franz, du warst in Australien, hast die Bienenfresser gesehen, die Blauracken, heißt ja auf Englisch dann European Roller, ja, Bee-Eaters. Und man muss ja auch die englischen Begriffe dann noch können, wenn man sich so vernetzt in Australien oder weltweit, dass ihm sein Herz auch aus der Brust gesprungen ist. Das waren so seine Anfänge im Filmemachen, ja. Und er hat seit 2015 die Australian Bird Media gegründet. Das ist eine Plattform, wo er für viele Menschen diesen Content zur Verfügung stellt. Natürlich auch für große Filmcompanies, Mediencompanies, die das nutzen können in Dokumentationen bei der BBC, National Geographic und so weiter. Und ihr könnt nochmal in den Links unten im Video schauen. Er hat einen Instagram-Kanal, YouTube, Facebook, seine Website. Es steht alles nochmal hier unten drunter. Und ich werde euch jetzt in Zukunft mit Tim zusammen einfach die Schnittstelle geben, Habitat versus Haltung. Er wird schauen, dass er für uns in der nächsten Zeit viel Zeit investiert, um verschiedene, ja, wir haben hier den Rosella zum Beispiel, über die Rosellas, über
Finken, generell über Finken, da habe ich noch recht wenig gemacht. Da schulde ich den ganzen Finkenhaltern noch jede Menge Material. Wellensittich, vom Wellensittich bis zum Kakadu, die schwarzen Kakadus und so weiter. Dass wir wirklich ein großes Spektrum haben an Vögel und ihre Lebensweise. Schauen wir uns doch mal kurz an, was Tim gerade so macht. All seems quiet in the rainforest. However, the dark shadows are a refuge for many forms of life. Rainforest is the prime real estate of the animal kingdom. Plentiful homes with all the food and shelter that an animal needs. The wildlife is easily overlooked. However, for the patient observer, reptiles, mammals, and invertebrates are here to be discovered. And the bird life here is prolific. Subtropical rainforest is the ideal place to raise a family. This pale yellow robin has just completed her nest. The rufous fantail has the same desire to raise the next generation. Some species live on the forest floor, like this Australian logrunner. This Bassian thrush is waiting to see if the coast is clear. Dieser Film gerade eben über die Birds of the Rainforest, also die Regenwaldvögel, dauert vielleicht nur wenige Minuten, hat aber im Real Life über 2, 3 Jahre gedauert, bis dieses Material erstmal zusammengestellt war. Da sieht man einmal, wie viel Zeit investiert wird für ein Hobby, um euch auch weiterzubilden. Und das ist genau das, was mir immer gefehlt hat, diese Informationsflut aus Büchern und Zeitschriften ist nice, aber die Dinge in real zu sehen, ist einfach ein Next Level, ist einfach anders, ist einfach geil, ja. Schauen wir mal kurz rein über die Bellbirds. Bellbirds habe ich selbst in New South Wales, in dem östlichen Bundesstaat Australiens gesehen. Du denkst, du bist irgendwo im Wald und jemand sitzt oben auf den Bäumen und klingelt rum, kling, kling, kling. Du weißt nicht, wo es herkommt. So geht's Tim genauso. Schauen wir mal kurz rein ins YouTube-Video. Hey guys, I hope you can hear that cool sound. An iconic sound of the Australian bush, especially on the east coast of Australia. And this is wet sclerophyll forest. And of course the bird calling, predominantly at least, is the bell miner. I've made a little video about the life of the bell miner and hope you enjoy. Wet and dry sclerophyll forest on the eastern side of Australia's Great Dividing Range are a gold mine for many unique and interesting birds. This wonderful environment is home to a wide range of species. Some live here and others migrate through in spring and autumn. Cuckoos, bowerbirds, whistlers, honey eaters and fairy wrens are just some of the species that call these forests home. But it's one bird
and one bird only that is responsible for the quintessential bell-like sound of the Aussie bush. Their trademark pinging call sounds like no other Australian bird. We're talking bell miners, colloquially known as bellbirds. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was euch am meisten interessiert über das Freileben der verschiedenen Papageien, Lori und Kakadu-Arten. Und dann können wir mal schauen, ob wir für euch das Passende in Australien mit Tim Six zusammen finden können. Bist du jetzt auch zum Fan der australischen Vögel geworden? Dann wird es Zeit, dass du unser australisches Poster bekommst. Dort findest du über 60 Arten an Papageien und Sittichen auf einem Poster versammelt, handgemalt, detailliert, mit englischen, lateinischen und deutschen Namen. Genau das Richtige nämlich für dich als Birdfreak. Australische Papageien, Loris und Kakadus interessieren dich? Dann habe ich was ganz Besonderes für dich. Ein einzigartiges Poster für jeden, der Australier liebt. Detailgetreue und handgemalte Porträts. Artbezeichnungen in verschiedenen Sprachen und der aktuelle Schutzstatus deiner Lieblingsvögel. Ein Werk für die Ewigkeit. Alle australischen Papageienarten auf einen Blick. Nur bei Dein Papagei.